Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden machen, gehen, kommen, sagen, fragen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılmaktadır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılır. Perfect, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Geçmiş zamanda yaşanmış, olmuş bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılmaktadır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz. Yani geçmişte 2 olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz machen, yapmak. Präsens, ich mache, ben yapıyorum. Ich mache, ich mache. Präteritum, ich machte. Ben yapıyordum, ben yaptım. Ich machte, ich machte. Perfekt, ich habe gemacht. Ben yaptım. Ich habe gemacht. Ich habe gemacht. Tekrar edelim. Ich mache, ich mache, ich machte, ich machte, ich habe gemacht, ich habe gemacht. Futur 1, ich werde machen. Yapacağım. Ich werde machen. Ich werde machen. Futur 2, ich werde gemacht haben. Ben yapmış olacağım. Ich werde gemacht haben. Ich werde gemacht haben. Plusquamperfekt, ich hatte gemacht. Ben yapmıştım. Ich hatte gemacht. Ich hatte gemacht. Tekrar edelim. Ich werde machen. Ich werde machen. Ich werde gemacht haben. Ich werde gemacht haben. Ich hatte gemacht. Ich hatte gemacht. İlk örnek cümlemize geçelim. Sie macht jeden Tag Sport im Fitnessstudio. O her gün spor salonunda spor yapıyor. Tekrar edelim. Sie macht jeden Tag Sport im Fitnessstudio. Sie macht jeden Tag Sport im Fitnessstudio. Diğer bir örnek cümlemiz, wir machen einen Ausflug ans Meer. Biz deniz kenarına bir gezinti yapıyoruz. Tekrar edelim, wir machen einen Ausflug ans Meer. Wir machen einen Ausflug ans Meer. İkinci fiilimiz, gehen. Gitmek. Präsens, ich gehe. Ben gidiyorum. Ich gehe. Ich gehe. Präteritum, ich ging. Ben gidiyordum, ben gittim. Ich ging. Ich ging. Perfekt, ich bin gegangen. Ben gittim. Ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Tekrar edelim. Ich gehe. Ich gehe. Ich ging. Ich ging. Ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Futur 1. Ich werde gehen. Ben gideceğim. Ich werde gehen. Ich werde gehen. Futur 2. Ich werde gegangen sein. Ben gitmiş olacağım. Ich werde gegangen sein. Ich werde gegangen sein. Plusquamperfekt. Ich war gegangen. Ben gitmiştim. Ich war gegangen. Ich war gegangen. Tekrar edelim. Ich werde gehen. Ich werde gehen. Ich werde gegangen sein. Ich werde gegangen sein. Ich war gegangen. Ich war gegangen. Örnek cümlemize geçelim. Geht jeden Sonntag Tennis spielen. O her pazar tenis oynamaya gidiyor. Tekrar edelim. Geht jeden Sonntag Tennis spielen. Geht jeden Sonntag Tennis spielen. Diğer bir örnek cümlemiz. Am Samstag gehen wir ins Theater. Cumartesi günü tiyatroya gidiyoruz. Tekrar edelim. Am Samstag gehen wir ins Theater. Am Samstag gehen wir ins Theater. Diğer bir fiilimiz kommen, gelmek. Präsens, ich komme, ben geliyorum. Ich komme, ich komme. Präteritum, ich kam. Ben geliyordum, ben geldim. Ich kam, ich kam. Perfect, ich bin gekommen, ben geldim. Ich bin gekommen, ich bin gekommen. Tekrar edelim. Ich komme, ich komme, ich kam. Ich kam. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Futur 1. Ich werde kommen. Ben geleceğim. Ich werde kommen. Ich werde kommen. Futur 2. Ich werde gekommen sein. Ben gelmiş olacağım. Ich werde gekommen sein. Ich werde gekommen sein. Plusquamperfekt. Ich war gekommen. Ben gelmiştim. Ich war gekommen. Ich war gekommen. Tekrar edelim. Ich werde kommen. Ich werde kommen. Ich werde gekommen sein. Ich werde gekommen sein. Ich war gekommen. Ich war gekommen. Örnek cümlemize geçelim. Ihr Sohn kommt nachmittags von der Schule nach Hause. Onun oğlu öğlenden sonraları okuldan eve geliyor. Tekrar edelim. Ihr Sohn kommt nachmittags von der Schule nach Hause. Ihr Sohn kommt nachmittags von der Schule nach Hause. Diğer bir örnek cümlemiz. Ich komme mit meinem eigenen Wagen zur Arbeit. Ben kendi arabamla işe geliyorum. Tekrar edelim. Ich komme mit meinem eigenen Wagen zur Arbeit. Ich komme mit meinem eigenen Wagen zur Arbeit. Dördüncü fiilimiz. Sagen, söylemek. Präsens, ich sage, ben söylüyorum. Ich sage, ich sage. Präteritum, ich sagte. Ben söyledim, söylüyordum. Ich sagte, ich sagte. Perfekt, ich habe gesagt. Ben söyledim. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Tekrar edelim. Ich sage, ich sage. Ich sagte, ich sagte. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Futur 1. Ich werde sagen. Ben söyleyeceğim. Ich werde sagen. Ich werde sagen. Futur 2. Ich werde gesagt haben. Ben söylemiş olacağım. Ich werde gesagt haben. Ich werde gesagt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gesagt. Ben söylemiştim. Ich hatte gesagt. Ich hatte gesagt. Tekrar edelim. Ich werde sagen. Ich werde sagen. Ich werde gesagt haben. Ich werde gesagt haben. Ich hatte gesagt. Ich hatte gesagt. Örnek cümlemiz, hat mir nichts gesagt. O bana bir şey söylemedi. Tekrar edelim. Hat mir nichts gesagt. Hat mir nichts gesagt. Diğer bir örnek cümlemiz, Martin wird immer die Wahrheit sagen. Martin her zaman gerçeği söyleyecek. Tekrar ediyoruz. Martin wird immer die Wahrheit sagen. Martin wird immer die Wahrheit sagen. Diğer bir fiilimiz Fragen. Sormak, soru sormak. Präsens, ich frage. Ben soruyorum. Ich frage. Ich frage. Präteritum, ich fragte. Ben soruyordum, ben sordum. Ich fragte, ich fragte. Perfekt, ich habe gefragt. Ben sordum. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. Tekrar edelim. Ich frage. Ich frage, ich fragte, ich fragte, ich habe gefragt, ich habe gefragt. Futur 1. Ich werde fragen. Ben soracağım. Ich werde fragen. Ich werde fragen. Futur 2. Ich werde gefragt haben. Ben sormuş olacağım. Ich werde gefragt haben. Ich werde gefragt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gefragt. Ben sormuştum. Ich hatte gefragt. Ich hatte gefragt. Tekrar edelim. Ich werde fragen. Ich werde fragen. Ich werde gefragt haben. Ich werde gefragt haben. Ich hatte gefragt. Ich hatte gefragt. Örnek cümlemiz, sie fragt die Polizei nach dem Weg. O polise yolu soruyor. Sie fragt die Polizei nach dem Weg. Tekrar edelim. Sie fragt die Polizei nach dem Weg. Diğer bir örnek cümlemiz. Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt. Senin fikrini sormadım. Tekrar edelim. Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt. Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt. Bu dersimizde machen, gehen, kommen, sagen, fragen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.